Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy. Heute ist Boss Battle Time und zwar gegen meiner Meinung nach den schwersten Boss in Galaxy. Lalalala, willkommen im Luma-Laden. Im Moment verkaufen wir etwas überaus nützliches für 30 Sternteile. Jetzt kann ich mir etwas aussuchen. Was möchtest du haben? Ein Up oder eine maximale Kraft? Und ich werde mich, glaube ich, für maximale Kraft entscheiden. Ja, ich kaufe mir etwas, aber ich glaube, bei dem Endgegner ist es berechtigt. Zeit zu bezahlen, aber kein Sternteil weniger als vereinbart. Weil ich möchte, wenn, die ganze Zeit beim Risikofight failen und nicht jetzt schon. Ja, genau so, mein Bauch ist voll, dann wollen wir mal. Verwandlung! Okay. Er tötet sich so, also der wird so bezahlt, stirbt so, damit er so unsere Energie sein kann. Jetzt kommt er, der Boss. Ihr seht schon, dieser Stein sieht schon etwas komisch aus. Das liegt daran, dass es kein Stein ist. Und der auch. Ein Risikokomet. Also, das ist nicht alles, Leute. Der hat sechs. Der hat mehrere Phasen. Das ist nicht seine einzige Phase. Einfach laufen, um auszuweichen. Nur sein Gaumen. Oh Gott, jetzt sind die mir hier zusammengecrashed. Alter, die werden auch immer kleiner, die Reichweiten. Also ich finde schon, dass der Endgegner schwer ist. Besonders die Phase hier. Gott. Ich nehme jetzt einfach zwei, ey. Ich nehme die jetzt Akimbo. Akimbo! Gut. Okay, geschafft. Mit Akimbo hat es geklappt. Kommt der schwere Teil. Ich habe jetzt schon Schaden genommen, Leute. Das ist ja nicht alles. Der ist ziemlich stark, der Endgegner. Ist einfach immer in Bewegung bleiben, das ist einfach das Beste bei dem. Der Goldene gibt eine Münze. Tötet ihr seine eigenen Leute. Oh Gott. Deswegen muss ich mich beeilen. Ich weiß nicht, ob das schon als zwei Treffer zählen, aber ich glaube nicht. Guckt euch das an, jetzt hat er uns hier eingekesselt. Jetzt greift er noch mit seiner Faust an. Ich würde mich aber jetzt erstmal verdrücken. Okay, jetzt kommen wieder seine Steine. Das Killen seiner Leute macht er mir auch nicht gerade hier ist leichter, da macht es mir eher gesagt schwerer. Guckt euch das an, ich kann ihn erst angreifen, wenn er so damit aufhört. So jetzt. Das war die beste Gelegenheit. Ja, das war's eigentlich. Jetzt müssen wir nur mit dem Geist treffen. Okay, das war's. Also ich weiß nicht, wie ihr den fandet, aber ich fand, der war schon relativ anspruchsvoll. Und bei einem riesigen Komet ist das die perfekte Challenge der Endgegner. Ja, und das werden wir wahrscheinlich direkt machen können. Und das macht sich auch direkt. Juhu! Yeah! Phantomgalaxie, Weltallschutt und der Geisterboss. Ne, Bestenzahl. So, jetzt mache ich den Risikokometen. So, da müsste er sein. Da ist der Anflug auf Risikokomet. Den erledigen wir, den Schlingel. Der kommt uns hier nicht davon. So, im Anflug auf Risikokomet. Risikokomet, Weltallschutt. Jetzt spawnen wir natürlich direkt hier. Mit einem Live. Das wird interessant. Könnt ihr euch freudig drauf gespannt sein, wie ich hier in den kämpfe. Ich finde, das ist ein richtig epischer Fight, wenn man halt nur einmal getroffen werden darf. Und der hat ja so drei verschiedene Angriffe. Also in der zweiten Phase zumindest.
Der erste kann der erstmal nichts. Okay, jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren, deswegen kommentiere ich jetzt nicht so viel. Das war das erste Mal. So. Versuche mich hier einzukesseln, der Wichser. Okay. Okay, das war das erste Mal. Okay, Leute, bis jetzt lief es eigentlich ganz gut, aber jetzt kommt die schwere Phase. Jetzt wird es erst schwer. Jetzt beginnt der eigentliche Kampf. Okay. Okay. Jetzt können wir ja noch laufen. Jetzt haben wir noch genug Reichweite. Scheiße, ich habe den anderen Geist getroffen. Das wäre ein Hit gewesen. Fuck. Okay. Ihr seht schon, es ist nicht so leicht. Boah. Nein, Mann, ich muss schneller werden. Oh Gott, ey. Okay, draußen. Ich habe mich aus dem Verlies befreit. Ja, geschafft, okay. Sauber. Okay, 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 okay. Vielleicht hat ein Geist überlebt. Nee, leider nicht. Boah, okay. Wumms hat's da gemacht. Bin hoffentlich nicht mehr so viele. Geist, da komme ich scheiße dran. Aber diesmal nicht gut. Okay. Ja, geschafft. Direkt beim ersten Versuch. Also Leute, das ist doch nicht zu verachten. Das war doch ein sauberer Kampf von mir. Nice. Direkt beim ersten Mal. Also ich finde, das ist der schwerste Endgegner im Spiel. Und es wird keinen geben, der mich mehr fördern wird als der. Fordern. So, dann holen wir jetzt mal den Stern. Juhu, Stern erhalten. Speichern. Okay. So. 4 Minuten haben wir noch. Genug. Ja, sollen wir jetzt schon die Endgegner hier machen? Ich guck mal nach, was das ist. Oder Junos Schiffsfabrik. Keine Ahnung. Dann machen wir jetzt die beiden kleinen Galaxien und dem nächsten Part dann die große Galaxie. Oh, Testbanase. Ich glaube, die könnte sich sogar etwas ziehen, die Galaxie. Jo. Klein heißt meistens Test oder so. Jo. Dann würde ich sagen, legen wir los. In der großen Blase geschüttelt. Da ist der Pilzkopf in seinem Pilzschiff abgestürzt. Wie tragisch aber auch. Ihr seht schon, das Wasser sieht nicht so aus, als ob man drin rumschwimmen kann. Deswegen tun wir das auch mal lieber hier nicht. So, wir gehen direkt hier hin. Gibt es hinten noch ein Leben zu holen, aber ich brauche keine Leben. Jetzt muss ich hier, flöten, wollte ich schon sagen. Hier, pusten, damit ich hier vorankomme. Und ja, ich darf natürlich nicht gegen die Minen kommen und ich muss hier so Sternenteile einsammeln.
So. Oh Gott! Gegenwind. Da muss ich jetzt noch hinkommen und dann war es das auch erstmal. Aber ich glaube, das war es jetzt noch nicht mit dem Level, aber das war es jetzt hier fürs Erste. Okay, da hinten geht es nämlich weiter, wie ihr seht. Hier gibt es ordentlich Sternteile zu mitnehmen. So. Oh, ihr hört es schon glitzern. Das ist jetzt die letzte Stage hier. Also ich hier nur nicht hier zu hektisch bewegen, dann klappt das alles schon. So, die brauchen wir natürlich alle, die Sternteile. Deswegen habe ich die auch alle mitgenommen. So. Münzen brauchen wir nicht. So. So. Weiter hier. Weiter, 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 weiter. Okay. So. Weiter hier. Automatisch rüber. Alles automatisch. Nein! Alter, ey. Ich glaube, ich bin in der Level noch nie gestorben. Sterbe ich jetzt so, ey. Geil. Siehst du, seht ihr, Leute, das passiert, wenn man ein Leben holt. Obwohl ein Leben so voll unkostbar ist. Leben kriegt dann so 50 Sternteile. Also das ist nur eine, ich dachte, das wären zwei. Nimm ihn doch, Mann! Gott! Juhu! Stern erhalten! Das ist doch supi! Ja, das wäre jetzt Nummer 38. Von der großen Blase geschüttelt. Galaxie komplett. Welche die bedrohliche Pausamucke, weil wir den Stützpunkt schon gefunden haben, aber nicht bekämpft. Ja, Leute, dann verabschiede ich mich auch schon wieder von Let's Play Super Mario Galaxy und wir sehen uns im nächsten Part. Ciao!